Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Reden mit Shenhua. Hey Shenhua, red mit mir. シェンファーは疲れてないか?私は大丈夫。慣れてる道だから。そうだったな。涼子さん大丈夫?少し休む?いや、大丈夫だ。それより先を急ごう。焦らなくても大丈夫。この道はシェンファーの知ってる道だったな。うん。この先、道の途中に綺麗な泉があるの。もし疲れたら、そこで一休みすればいい。 泉か。よし、行ってみよう。うん。シェンファー。何?だいぶ歩いてるけど、誰ともすれ違わないな。ええ、村を訪ねてくる人は滅多にいない。村の人が出かけることもあまりない。そうだろうな。これだけ山奥だと。<laughs> ん?どうした?寮が村に着いたら、 みんなが珍しがる。ああ、そうかもな。子供たちはきっと喜ぶ。みんな外国の人と会うのは初めてだから。子供たちか。よう。ん?もしよかったら子供たちに話してあげて。日本のことや海の話を。ああ、そんな時間があるといいな。え?いや、できればそうするよ。ええ、お願いね。 シェンファー。何?ここにはどんな動物が住んでるんだ?いろんな動物がいる。昨日、狼がいるって言ってたな。うん。この山には、狼も、熊もいる。狼や熊か。シェンファーは怖くないのか?怖くない。危ないことはないから、熊は、自らは人を襲ったりはしない。 そうなのか。でも、もし子熊を見かけた時には、すぐに離れないと危ない。子熊を?そうよ。母熊は、自分の子供を守るために、自分の身を捨てて戦う。子を守るために、自分の身を。でも、本当は滅多に人を襲ったりしない、優しい動物なの。そうなのか。シェンファー。何?ああ、行ってみるよ。 シェンファーは疲れてないか?私は何ともない。それより。それより。涼子さん疲れてない?慣れない山道だから。武術の稽古に比べたらこれくらい。そう。よかった。子供の頃から親父に武術を教わっていたからな。そう。涼は武術が好きなのね。いや、どうかな。辛かったの?武術をやってる時は 楽しんでる余裕はない。そう。楽しくないのに、やるの? 仕方ない。武術とはそういうものだ。ふーん。いや、どうかな。 え? 今思えば、楽しかったのかもな。うん。亮は武術が好きでしょ?ああ。それはきっと、楽しかったから。楽しいものじゃなければ、好きになんかなれない。そうだな。 また分かれ道か。りょう、何してるの? え? ああ、また道が分かれてるな。もう、私についてくれば大丈夫。こっち。ああ、そうだったな。シェンファー。 何? Was hat man jetzt? Gefahr。一人で山を歩いていて、 危なくはないのか。危ないことなんて何もない。月のない夜や雨がひどい時はじっと動かないでいるし、動物たちは驚かさなければ決して人を襲わない。そうなのか。うん。山のこと、森のことを知っていれば人だって山の生き物と同じ。何も心配することはない。人も山の生き物か。でもね、 え?蛇には気をつけて。中には毒蛇もいるから。毒蛇?うん。上から見て、頭が三角の蛇は毒を持っている。地面を這っているから、近づいてきても気づきにくい。そうか。
覚えておこう。うん、噛まれたら大変。ああ、気をつける。毒蛇はたくさんいるのか。時々見かける。でもこの近くにはあまり毒の強い蛇はいない。もし噛まれてもすぐに手当てすれば大丈夫。そうか。ちょっと安心した。ああ、まあな。泉か。水の色がこんな。この泉は五色泉っていうの。五色泉。昼頃から夜にかけて泉の水が5つの色に変わるの。だから五色泉。不思議な泉だな。あ、もうすぐ色が変わる。見て、リョウ。どうしてこんなことが。どうして。今まで不思議に思ったことはなかった。そうなのか。急ぎましょう、リョウ。ああ。ここも土砂崩れか。別の道を探すしかないな。ごめんなさい、リョウ。え？私についてくれば大丈夫なんて偉そうに言ったのに。気にするな。うん。さっきの分かれ道まで戻ろう。ええ。こっちへ進むしかないな。そうね。よし、ここからまた俺が先に行こう。わかった、リョウに任せる。Alles klar, ein neuer Weg. Ich mag ja auch die Karte da unten links, die einfach so rudimentär ansagt, ey, du bist da irgendwie schon mal in die Richtung gegangen, ohne wirklich eine Karte zu haben. Wie es halt wirklich ist, wenn man irgendwo durch den Wald läuft. Okay, ach, ein schöner Tunnel. Geh nochmal nach rechts, weil nach links, da ist ja ein anderer Weg, da kann es nicht wirklich viel lang gehen. Aber werden wir sehen. Die Bäume glitzern so schön. Im morgendlichen Sonnenlicht. Hm? Du bist da, Schäfer. Kore, Yakso nano. Yakso? So. Chichi no byouki ni yoku kiku no. Eh? Otousan no? Gomen nasai. Matase chatta. Ah, iko. Schöne Kräuter. Na gut. Dann nach links kann es ja nicht gehen, da ist ja ein Weg im Weg. Also gehen wir mal nach rechts. Mal sehen. Ich habe so langsam auch im echten Leben Hunger, deswegen freue ich mich schon drauf, wenn wir bei Shenhua zu Hause sind und den Hasen zu essen bekommen, wie sie es uns versprochen hat. Hoffentlich gibt's den auch. Was ist das hier? Eine Sackgasse? Ich falsch gelaufen. Ach, na gut, gehen wir doch den anderen Weg. Dann kannst du anscheinend doch da lang gehen. Na, werden wir ja sehen. Glitzer, 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 schöne Bäumchen. Na gut. Kann ja nicht mehr zu weit sein. Es ist schon traurig, dass Shenmue 2 jetzt sein Ende zugeht. Ich habe den ersten Teil durchgespielt, den zweiten. Es ist schon traurig, wenn so eine Serie zu Ende ist. Vielleicht mache ich ja den dritten, wenn er rauskommt. Werde ich mal sehen. Ich glaube, ich werde den erstmal für mich spielen. Einfach um es in mich aufzunehmen. Dieses Erlebnis, Shenmue 3 zu spielen. Ach ja. Wurde eigentlich dieser Kopierschutz von der PS4 schon aufgehoben? Kann ich überhaupt aufnehmen? Nun, ich komme auch so drumherum, aber trotzdem. Wäre schon angenehmer, wenn es einfach so gehen würde. Aber ich glaube ja.
Und bei der PS3 und PS Vita muss ich ja hier so eine extra Box zwischenschalten. どうしたの、りょう。これはさっきの薬草だな。向こうにもあるな。あ、こんなに薬草がこんなにたくさんあるなんて。 これくらいかな。うん、これで父も助かるわ。よかったな。リョウのおかげ。な、いや。本当にありがと。先を急いだ方がいい。Wollte sie ihn gerade küssen? Es geht ja mit Rio nicht. Rio hat ja keine Gefühle. Ich muss den Tod meines Vaters rächen. Aber Rio, ich möchte dich heiraten. Ich muss ihn rächen. Wo ist Fukusan? Ich muss Martial Arts trainieren. Lan Di, have you seen a black car around here? I have to pet this kitten now. Pet, pet, pet. Little kitten, do you know who killed my father? Ja, das ist unser Rio. Okay, jetzt bin ich hier wirklich durcheinander, wo es lang gehen könnte. Aber hier sind Berge. Ich weiß nicht, ob Berge richtig sind. Aber sieht zumindest hübsch aus. Ist mal ein bisschen Abwechslung vom Wald. Hm. Hier geht's wieder bergauf. Nee, Sackgasse. Und wieder umdrehen. Und Shenhua sagt wieder, hey Sackgasse. Ist klar. Auf und davon. Aber ein bisschen ein kleiner Pop-up da hinten. Aber ich meine... Ja, da ist wieder was aufgepoppt. Naja, gut. Ist ja auch der Dreamcast. Der Dreamcast hat halt nicht so ganz die Leistung wie die Xbox. Und ich weiß nicht, ob es bei der Xbox auch so ein Pop-In gab. Habe ich gerade leider nicht mehr in Erinnerung. Mal gucken, kommen wir hier lang? Oder müssen wir wieder ganz komplett zurückgehen? Ah, aber eine Ladesequenz, also muss hier irgendwas passieren. Die steinige Area. Area? Steiniges Gebiet. Steinige Area. Was ist das auf Deutsch? Mir fällt ja gerade keine deutsche Übersetzung für ein. Iwa が橋のようになって、いくつもつながってるの。ケイリンではこんな景色があちこちで見られる。初めて見た時は私も驚いたけど。まるで人が作ったみたいだ。 そうね。長い長い時間をかけて風と水が岩の形を変えていく。そうか。狭いけど、なんとか渡れそうだ。ええ。でも足元に気をつけて。ああ。落ちたらおしまいだな。ゆっくり渡れば大丈夫よ。行きましょう。ああ、俺が先に行こう。 Alles klar, versuchen nicht runterzufallen. Ich weiß nicht, ob man runterfällt, wenn man zu nah an den Rand einfach rankommt. Aber wir werden es hoffentlich nicht rausfinden. Gehen wir nochmal ganz langsam hier rum. Ah, verdammt! Okay, man fällt runter, wenn man zu nah an den Rand rankommt. Ach, diese kleine Ecke da. Ich habe jetzt auch nicht schnell genug reagieren können. Na gut, machen wir es halt alles nochmal. Ist ja nicht so schlimm. Ist ja eine hübsche Gegend. Ich könnte euch ein bisschen umgucken. Okay, überspringen wir die Zwischensequenz. Okay. Ich laufe jetzt so ein bisschen mit dem R-Stick und justiere mit dem Analog-Stick. Ich glaube... Ah! Ich glaube, das ist sicherer. Und ich justiere mit dem Steuerkreuz, dann komme ich leichter für die QTEs daran. Ist klar, das wäre überstanden.
sehe nichts, Rio. So, geht doch. Ah! Das war's dann. Nandi wird niemals das abbekommen, was ihm gefällt. Das war's mit Shenmue 2. Nein, natürlich können wir alles wiederholen. Aber wäre da cool, wenn jetzt einfach, wenn man wirklich stirbt, dass da wirklich ein Ende kommt. Ja, Rio, ich möchte gerne richtig laufen können. Und wenn du hier nur so abgehackt durch die Gegend hämmelst, dann funktioniert das nicht so. Oh, das war gerade eher ungewollt in die Richtung gedrückt, aber hey, wenn es gewirkt hat... So. Gut. Versuchen wir unser Bestes. Ja. Ich glaube, man kommt da einfach nicht um eine QTE drum rum, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, ich bin hier genau in der Mitte und da kann eigentlich nichts passieren. Zumindest war ich das, bis die erste QTE kam. Okay. Langsam hier rum. Kommt noch mehr? Ja, da kommt immer noch was. Okay, das kriegen wir aber hin. Ja. Okay. Einfach versuchen, hier durchzukommen. Ah, okay, letzte. Oh, wir müssen nicht mehr irgendwas machen, das gefällt mir. Ah. Oh, wie soll ich denn das schaffen? Na, geschafft. Ist aber ziemlich weit. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde, wenn ich da stehe. Na, mal sehen, wir müssten ja langsam auch mal an unserem Zielort angekommen sein. Wenn nicht, wären es doch noch mehr Parts, als ich eigentlich antizipiert habe. Hakkason. Alles klar, anscheinend können wir wieder vorlaufen. Das heißt, wir schaffen ein bisschen mehr Weg, als wenn Shenhua vor uns laufen würde. Ja, gehen wir mal nach rechts. Rechts kann doch nichts Schlimmes sein. Vor allem, weil hier dann anscheinend der Weg mit dem Alten wieder zusammenläuft oder sowas. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Zwei Guardians. Das ist... Was ist das? Das ist ein... ここから村まではもう遠くない。行きましょう。私についてきて。 Ah. Das ist klar, wir haben mit Shenhua. Nani? Ah, Stein. あの石像、香港でも見たな。 石像は中国のどこにでもある魔除けなの。 魔除けか。 うん。 旅の安全をお祈りする。 そうか。 それで道端にあるのか? ええ、 特に分かれ道に。 分かれ道に? そう。 悪い霊がやってきたら 村の方へ来ないように 守ってくれるって 子供の頃に教わった。 そういえば香港でも 町の入り口に置いてあった。 そうでしょ? 他に
子供が病気になった時にもお祈りする。子供？そう、小さい頃私が熱を出すと村のおばあさんがお祈りしてくれたんだって。村にもあるのか？うん、村の道が交わるところに置いたり、自分の家の壁に掘ってある家もある。あちこちにあるんだな。そう。シェンファー。何？シェンファーの家ってどんな建物なんだ？私の家？ハッカソンによくある普通の家。ハッカソンの普通の家、ちょっと思いつかないな。木の柱と土の壁でできた家。土の壁か。村には石でできた家もある。村の近くではいろいろな石が取れる。珍しくて綺麗な石や家を作るための丈夫な石も。日本には石の家はないな。そうなの。それより珍しい綺麗な石って？ケイリンの。それもハッカソンの近くでしか取れない。昔は都に住む皇帝や貴族の宝物だった。皇帝や貴族の？ねえリョウ。え？日本の家は何で作るの？ね、ああ俺の家も木でできている。古い家は大抵そうだ。木だけで？いや、屋根には瓦があるし、窓や戸にはガラスが。ガラス？村にはない。そうなのか？一度割れたら直せないから。家に使う人はいない。ああ、そうか。どうした、シェンファー？この分かれ道、どっちだったかな？迷ったのか？ううん、大丈夫。どっちに行っても村には帰れる。ただ。ただ？どっちかの道が遠回りになる。よく似た道だから見分けがつかなくて。よし、じゃあ俺が決めよう。そうね、そうして。ありゃがいしとる。こっちの道へ行ってみよう。うん。Hoffe mal, dass es nicht zu lang ist, denn das Video neigt sich auch langsam dem Ende zu. Leben. 村の人たちはどんな暮らしをしているんだ？ほとんどの人は畑を耕したり、水牛やヤギを飼ってる。水牛か。馬もいる。人が乗るために。シェンファーも馬に乗れるのか？乗れるけれど、あまりうまくない。そうなのか。小さい頃、男の子たちみたいに自由に走り回れたらっていつも思ってた。女の子は馬に乗らないのか？あんまり乗せてもらえなかった。馬か。俺は乗ったことはないな。町の人たちは車に乗ってるって聞いた。寮もそうなの？ああ、乗ることは多かった。そうなんだ。でもハッカソンにはいらないね。そうかな。こんな山道ばっかりだったら車なんて通れない。牛や馬の方がきっと早い。ああ、そうかもしれないな。 Okay, ich würde mal sagen, wir machen hier eine Pause. Ich sehe euch im nächsten Video wieder. Und ja, dann sind wir auch wirklich so langsam. Im nächsten Video sollten wir im Dorf ankommen. Dann mal gucken, wie lange wir da bleiben. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.